Wirtschweinefleisch mit Piment. Zutaten: Für 2 Portionen 200 Gramm Schweineschnitzel, ein Bund Frühlingszwiebeln, 125 Gramm Nudeln, zum Beispiel kurze Macaroni, Salz, 1 EL Rapsöl, Pfeffer, 1/2 TL gemahlener Piment, ein Beutel Knorr-Spar-Cateria Soße Aglio Special, 2 TL Rama-Creme fein zum Verfeinern. Erstens das Schweinefleisch in Streifen schneidbedingter Trennstrich dehnen. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und schräg in Stücke schneiden. Zweitens die Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser bis fest garen, abgießen und abtropfen lassen. Drittens Rapsöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Fleischstreifen darin ca. 5 Minuten braten. Mit Salz, Pfeffer und Piment würzen. Frühlingszwiebeln zugeben und eine Minute weiter braten. Vierter Fleischstreifen und Frühlingszwiebeln an die Seite der Pfanne schieben. 1/41, 250 ml, Wasser zugießen, Spar-Cateria Soße Aglio Special einrühren und aufkochen. Bei schwabedingter Trennstrich Hitze einer Minute kochen lassen. Fünfte Nudeln in tiefen Tellern mit dem Geschnetzelten servieren. Auf jede Portion eines Klecks Creme fein zum Verfeinern geben. Tipp: Schnitzelfleisch aus der Oberschale nehmen. Dieses Stück aus der Schweinekeule ist besonbedingter Trennstrich, der ist zart und mit nur 2% Fett ausgesprochen mager. Piment. Engländer nennen die dunkelbedingter Trennstrich braunen Früchte, Altspieke, also, als Zweckgewürz. Weil es das Aroma von Pfeffer, Nelken und Muskat vereint. Piment passt gut zu Schweinefleisch und zu Wild. Risotto mit Gewürzsuppe. Zutaten: Für 2 Portionen 1 kleines Buntsuppengrün, ca. 300 Gramm, 1 kleiner Fenchel, 1 Knoblauchzehe, 2 TL Knorr Hühnerkraftbouillon und 2 bis 3 EL Olivenöl, 120 Gramm Risotto Reis, 150 Gramm Puttenbrustfilet, Pfeffer, Salz, 150 Meter ein Tomatensaft, ein Päckchen Knorrsoße zu Geflügel, aus dem 3er-Pack, 1/2 TL 5 Gewürzpulver Petersilienblättchen. Erstes Gemüse putzen, waschen und fein würfeln. Knoblauch schälen und fein hacken. 1/2 I, 500 ml, Wasser erhitzen, Hühnerkraftbouillon zu bedingter Trennstrich fügen und auflösen. Zweitens 1 bis 2 EL Olivenöl in einem flachen Topf erhitzen, Gemüse und Knoblauch zugeben und andünsten. Reis zu bedingter Trennstrich fügen und glasig andünsten. Mit einer Tasse heißer Bouillon ablöschen. Sobald die Flüssigkeit fast verdampft ist, nach und nach unterständigem Rühren die restliche Bouillons, bis die Körner weich sind, aber noch etwas Biss haben. Drittes Puttenbrustfilet in Scheiben schneiden und in einer beschichteten Pfanne im restlichen Olivenöl von beiden Seiten braten. Herausnehmen, mit Pfeffer und wenig Salz bestreuen und warm stellen. 150 ml Wasser und Tomatensaft in die Pfanne gießen und aufkochen. Soße zu Geflügel und 5 Gewürzpulver einrühren. Bei schwacher Hitze ein mittwochbedingter Trennstrich Natte kochen. Gemüserisotto mit peterbedingter Trennstrich Silienblättchen garnieren, Soße und Puttenbrust dazu servieren gießen. Den Reis offen 18 bis 20 Minuten garen zum G5 Gewürz, dafür mischt die Kinebedingter Trennstrich Süße Küche Sichuanbedingter Trennstrich Pfeffer, Fenchelsamen, Sternanis, Nelken und Zimt. Und würzt damit Fisch, Fleisch, Geflügel und Nudeln. Es gibt auch indische und thailändische 5 Gewürzpulver, die je nach Land völlig anders schmecken. Mit Safran und Meeresfrüchten. Zutaten: Für 2 Portionen 1 Knoblauchzehe, 1 EL Olivenöl, 2 bis 3 TL Knorr Delikates bedingter Trennstrich Brühe, eine Tüte Safran,
0,1 Gramm. 150 Gramm 10 Minuten Reis 1/2 Packung, 225 Gramm, tief. Gekühlte Gemüsemischung, zum Beispiel Farmers Gemüse. Eine Packung, 275 Gramm, tiefgekühlte gegarte Meeresfrüchte. Eventuell. Salz, Pfeffer. Erster Knoblauch zäh schälen, feinwürbeldingter Trennstrich fällen und in einer tiefen Pfanne oder in einer speziellen Palapfanne im heißen Olivenöl kurz andünsten. Zweitens 350 ml Wasser zugießen und aufkochen, delikat Essbrühe und den Safran zugeben und darin auflösen. Reis ebenfalls zufügen und zugedeckt 3 Minuten garen. Drittens tiefgekühltes Gemüse und die meeresbedingter Trennstrichfrüchte auf den Reis geben und alles zusammen weitere 7 Minuten zugebedingter Trennstrich deckt garen. Dafür die Hitze zunächst etwas hochschalten, damit der kochbedingter Trennstrichvorgang nicht Ungemüse und Meeresfrüchte unter den Reis heben und vor dem Servieren nach Belieben mit etwas Salz und pfiffbedingter Trennstrich fair abschmecken. Tipp: Wer lieber eine vegetarische Paella isst, lässt die Meeresfrüchte weg und verwendet stattdessen die ganze Packung Farmers Gemüse. Bei anderen Tiefkühlmischungen die empfohlene Garzeit beachten. Weil das Gemüse im Dampf gart, braucht es meist ein paar Minuten länger als auf der Packung angegeben. Sehr lecker zur vegetarischen Trennstrich tarischen Paella, 1 el in der Pfanne angeröstete Sonnenblumenkerne. Terbrochen wird. Kartoffelbohnensalat mit Meerrettich. Für 3 Portionen. 750 Gramm fest kochende Kartoffeln, Salz. 2 Zwiebeln. 250 Gramm grüne Bohnen. 1 Würfel Knorrfleischsuppe, 5 el Weißweinessig. 2 el Keimöl. 40 Gramm frischer Meerrettich. 150 Gramm Kasseler Aufschnitt Kartoffelbohnensalat mit Meerrettich. Erstens ungeschälte Kartoffeln in Salzwasser 20 bis 25 Minuten kochen. Zweitens in der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Die Bohnen waschen, putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Drittens 200 ml Wasser aufkochen, suppenbedingter Trennstrichwürfel, Bohnen und Zwiebeln zugeben und zugedeckt 8 bis 12 Minuten geben, bis die Bohnen bis fest sind. Alles in eine Schüssel geben, Essig und Keimöl in die Brühe rühren. Vierte Kartoffeln abgießen, pellen, in scheibedingter Trennstrichbänd schneiden und noch heiß in die Marinade geben. Den kartoffelbohnenbedingter Trennstrichsalat abkühlen lassen. Fünfte Meerrettich schälen und grob raspeln. Kasseler Scheiben in Streifen schneiden und zusammen mit dem Meerrettich unter den Salat heben. Tipp: Ist keine frische Meerrettich-bedingter Trennstrichwurzel auf dem Markt zu bekommen, gelingt der Salat auch mit geriebenem Meerrettich aus dem Glas oder der Tube. Die Paste einfach zusammen mit Essig und Öl unter die Brühe rühren.